Also wir hatten hier irgendwo mittig mal... Das ist alles rot. Wir hatten hier irgendwo mittig mal eine automatisierte Bleiherstellung. Gucken wir mal hin. Und dann denke ich mal, jetzt ist eine Viertelstunde rum. Seit der anderen Folge da. Und ich sollte jetzt gucken, wie es in den braunen Chips hinhaut mit den grünen Platten, den Magneten und so weiter. Ja, und hier ist die Bleiherstellung. Wobei die Kiste voll ist mit Nickel. Dreh dich. Mach das so. Also muss ich da unten das Blei-Ding jetzt erstmal nicht aufbauen. Das ist okay. So, zeig mir. Wow, 4400 braune Chips. Sehr schön. Da für sich keine weißen Chips mehr. Das könnte im Tin liegen. Dass wir keinen Tin mehr hatten. Was sich jetzt wieder lösen sollte, da wir die Dreier-Drills gerade aufgebaut haben. Hier ist Dirty Iron Ore, das brauchten wir für die Ferric Solution, ja. Okay, hier oben. Bitte die braune Chip-Produktion rausnehmen. Und hier oben auch. Okay. Tränke raus, Tränke raus. Die haben wir unten überall schon. Und hier auch Tränke raus. Tränke raus, weil wir das auch unten schon haben. Oh, genau. Grüne Platten. Sehe ich nicht. Ich sehe allerdings 1100 seltene Erze. Das heißt, wir brauchen nur mehr Schmelzöfen. Das ist okay. Was ist mit Magneten? Magnete sehe ich ebenfalls nicht. In größerer Anzahl im System. Also, ja. Aber mehr Schmelzöfen bauen. Ich hätte gerne drei davon. Wow. Wir haben die Felder hier schneller aufgebraucht. Genau, von Yield 120% auf 10% innerhalb von ein paar Sekunden. Naja, 20 Minuten. Gott. Gefühlt sehr schnell aufgebaut. So. Hier. Ihr seid alle schon MK2 schmelzen, ne? Mach mal. So, 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 so. Und tu die Schmelzen, die wir gebaut haben, bitte da rein, damit die da aufgebaut werden können. Und ihr fordert dasselbe an? Ja, 50 Rares. Die letzte Schmelze noch. Rein. Gut, damit haben wir die grüne Plattenproduktion um 50% gesteigert. Ja, okay. Wie schaut es mit Modulen aus? Bau mal. Speed plus 40%. Ja, bau die mal. Und ja, wir haben gerade Stromprobleme und ich baue Module, die dafür sorgen, dass wir 30% pro Modul mehr Strom verbrauchen. Aber trotzdem sind die schick. Die sind echt schick. Also, du kannst dann theoretisch auch weg. Und kannst da oben drauf. Für ein weiteres Nikolaus-Hausdingens. Und hier haben wir noch keins. Haben wir noch eine Augstation über, in Anführungszeichen? Nee. Schade. Gut. Raus. Ja. Das Ding gefällt mir hier nicht. Was machen wir jetzt hiermit? Wir brauchen die Anlage. Wir brauchen die Anlage für diese komischen weißen Grizzeldinge. Wir brauchen die Anlage für... Schwefelsäure nicht. Schwefelsäure kriegen wir jetzt ja durch die Nickelverarbeitung. Weiß ich gar nicht. Bei irgendeinem Metall kriegen wir noch eine Säure raus. Also Schwefelsäure raus. Oh, können wir später... Lubricant können wir herstellen. Können wir Schwefelsäure replizieren?
Nee, schaut nicht so aus. Schade. Aber wir sind Lubricant. Na gut, mach weiter. Bleibt also erstmal bestehen. Ah, ist okay. So, tauchen jetzt grüne Platten oder Magnete irgendwo auf? Nein. Und weiße Chips immer noch nicht. Wieder im stabilen Bereich. Okay, gehen wir zu den weißen Chipfabriken und gucken, was wir da optimieren können. Es mangelt an den Dingern. Die sind voll. Also mangelt es gar nicht an denen. Doch, tut es. Hä? Ah doch, Tin. Tin Copper Wire wird nicht genug hergestellt. Weil du keinen Tin hast. Das hatten wir doch gerade behoben, den Fehler. Wir hatten unten... Oh, die Leckiste. Tu alles verdammtes Zeug. Wie ging das? Steuerung? So, tu alles verdammte Zeug da rein. Und ich will nichts haben. Gib mir nichts. So. Die Leckisten hätte ich gerne mehr. Oder noch eine. Bau da noch eine hin. Tu auch hier alles da rein. So. Den Rest fordere ich dann später wieder an. Oh, habe ich Steine? Weil ich Steine eingefordert habe. Du, weg. Ah. Unbedingt mehr Inventarplatz. Stimmt, wir könnten das da unten aufstocken. Wir könnten das mal aussortieren. Weg, 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 weg. Weg. Oh ne, blau. So, weg, weg. Dich sollte ich mal festmachen. Und dich können wir rausnehmen. Du bist nur ein Blueprint. Dich brauchen wir auch nicht so wirklich, wirklich. Dich machen wir fest. Dich machen wir fest. Dich machen wir fest. So, ich hätte da unten jetzt noch Platz für dich zum Beispiel. Und dann hätte ich eigentlich noch ganz gerne einmal den Laser Defense Turm und einen Topaz Turm. Dich also und da. Aber davon werden wir kein System haben, denke ich. So, das ist nochmal ein aufgeräumtes Inventar. Was hat mich überhaupt jetzt dazu veranlasst, das Inventar komplett rauszuschmeißen, weil ich so genervt war? Ich wollte irgendwas bearbeiten. Grüne Platten waren es nicht. Oh, die Speedmodule wollte ich auch noch fordern. Da. Und da, falls die irgendwo gelandet sind. Kann ich jetzt nicht sagen, was ich machen wollte. Mist. Die Roboter vielleicht? Nö. Weiße Chips wollte ich überprüfen. Ah, genau, Tin. Ich wollte Tin ausbauen. Dafür brauche ich jetzt aber Mining Drills. Fordere bitte an, falls vorhanden, Vierer Drills, Dreier Drills und Zweier Drills. Und danach alles, was wir brauchen, um das zu bauen. Was eine Menge ist. Also, Eisen, Kupfer, Stahl, Plastik. Die Standardsachen stelle ich jetzt wieder ein. Die bleiben auch genau ewig da, wo sie sind. Die werden nicht irgendwann später mal ersetzt. Plastik. Na warte, das können wir durch das ersetzen. Stahl. So. Dann kommt dazu das Zeug, weil das brauchen wir immer, immer, immer wieder. Und die Metalle sind immer so eine Sache. Die sind immer je nach Situation. Ich hoffe mal, dass das jetzt schon so reicht. Was fehlt hier jetzt? Weiße Chips, Ingwer und Brass. Stimmt, die Chips habe ich noch gar nicht drin. Also fordere bitte an. Weiße Chips, grüne Chips, braune Chips. Und jetzt im aktuellen Fall Ingwer,
Oh, können wir direkt die Rescues anfordern. So. Sollte jetzt übersichtlich aus dem Inventar und ich müsste gleich alles bekommen, was ich brauche, um die Vierer-Drills zu bauen. Kannst schon mal die da vorbereiten. Warum kriege ich keine Eisenplatten? Ah, da kommen die Eisenplatten. Angriff im Osten hält sich. Sind die Roboter ganz schön durcheinander gerade. Brauchen ewig ein bisschen Zeug zu mir liefern, obwohl nicht alle ausgelastet sind. Bei weitem nicht alle. Gerade mal ein Drittel ist am Arbeiten. Kurios. Ja, immer noch keine weißen Chips. Oh, und Titan. Mach die mal wieder raus. Die haben wir anscheinend nicht vorrätig. Bitte gib mir Titan. So. Das heißt, ich baue jetzt einfach die Drills, die ich habe. Die Zweier-Drills da. Das ist einfach. Die Zweier-Drills brauche ich da einfach auf, damit wenigstens da noch ein bisschen mehr kommt. Bist du angeschlossen? Ja, bist du. Nicht ernsthaft. Warum haben wir jetzt zig Tonnen Tin? Und es wird nicht irgendwo freudestrahlend eingeschmolzen. Wir haben doch hier unsere Gemischtschmelz, was auch immer, aufgestellt gehabt. Ach, okay. Ja, da, aber die machen gerade was anderes. Die machen gerade Silber, weil Silber ja so wichtig ist. Ja, es wurde schon mal vorgeschlagen, ich denke, das mache ich jetzt auch, dass wir wirklich ein, zwei Schmelzen so einstellen, dass sie nur Tin machen. Entweder das oder wir müssen einfach mehr Schmelzen aufbauen, die dann alles immer einschmelzen. Erstmal halte ich hier ganz gerne jetzt Tin. Gut, und hier hätte ich auch ganz gerne Tin. Hier hätte ich auch ganz gerne Tin. Und das ganze Silber gerade hier. So. Und hier kriegt ihr alle ein bisschen Nachschub. Dass ihr auch immer genug Tin da habt. Falls ihr gleich nachlegen wollt. So. Jetzt sollte da Tin ankommen. Wie schaut's aus mit grünen Platten? Wir haben keine seltenen Erze mehr im System. Wir haben immer noch keine Magnete und immer noch keinen. Scheint ziemlich viel davon zu brauchen. Also setzt noch mehr davon dahin. Ja, die können sich auch mal ruhig überlappen, dann sparen wir nämlich einiges an Kisten. Nicht, dass Kisten so wichtig wären, aber. Ne? Kratter. Die Geräuschkulisse hier ist super. So, hier ist eine Augstation, richtig? Dann brauchen wir die alle gar nicht. Waren das alle Drills? Ja. Okay. So, das hätten wir also auch. Was haben wir jetzt geschafft? Wir haben es geschafft, dass das Strom jetzt nicht zusammengebrochen ist, weil wir es alles wieder verbunden haben. Wir haben sichergestellt, dass wir mehr grüne Platten, mehr Magnete bekommen. Wir haben sichergestellt, dass das Tin jetzt eingeschmolzen wird. Jedenfalls wieder mal nur kurzfristig. Das sollte ich echt langfristig lösen. Aber das kann ich erst langfristig lösen, wenn wir noch weiße Chips haben, was wieder eine Zeitfrage ist. Ich mach mal ganz kurz Speed hoch. Und warte jetzt nur ab, ob sich das mit den weißen Chips normalisiert mit den vier Schmelzöfen, die wir haben für Tin, oder nicht. Sollte schon fast reichen, hm? Mit zehnfacher Geschwindigkeit, ja. Nochmal. Haben wir inzwischen weiße Chips vorrätig? Nein, haben wir nicht. Aber ich krieg Tin-Plates angeliefert. Das ist sehr nett, aber es hilft mir da nicht unbedingt weiter. Du bist schon wieder umgesprungen. Er hat dir das erlaubt, hier. Gott. Du auch. Die stehen irgendwie voll auf Silber. So. Stahl war durchgehend voll, richtig? Ja, Stahl war durchgehend voll.
malen. Die hier. Forder bitte nur an den. Tipp, 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 tipp. So. Schmeiß das hier mal rein. Die leckeste. Die leckeste da. So. Dann sollten die drei hier jetzt nur noch hin machen. Weg damit. Gott. Also noch drei Schmelzen, die wieder Tin machen. Die sind schon wieder auf Silber umgestiegen. Wie viel Silber haben wir überhaupt im System? 16.000 Silberbalken. Waren. Soll ich aber rausnehmen? Ja, das Prinzip hier bei den Schmelzen ist eh doof. Also ich denke, nächste Folge. Das ist eine sehr gute Idee. Nächste Folge ist eine Aufräumfolge. Das heißt, ich werde die komplette nächste Folge und eventuell auch die übernächste nur damit verbringen, Kisten zu sortieren und es hier so einzustellen, dass wir ein schönes Muster haben an da wird jetzt viermal Tin eingeschmolzen, da wird viermal Gold eingeschmolzen, da wird viermal Stahl eingeschmolzen und so weiter. Das heißt, ich werde die Folgen auch dementsprechend betiteln mit Aufräumfolge 1, Aufräumfolge 2. Wenn ihr also keinen Bock darauf habt, die ganze Zeit nur auf Kisten zu starren und Einstellungen, könnt ihr die Folgen dann ruhig überspringen und ich melde mich dann wieder. Entweder wenn die Aufräumfolgen zu Ende sind oder sobald irgendwas Weltbewegendes passiert, wie soll das überrannt werden oder das Könige auftauchen oder so, dann kommt das dann in die neue Folge, die dann nicht Aufräumfolge heißt. Gut, also bis gleich. Schönes Aufräumen.